So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht endlich weiter mit Selims BMW. Hallo. Danke für die Geduld. Es haben ja einige schon immer nachgefragt, wann es weitergeht. Aber das ist halt leider bei solchen Projekten immer so, wir steigen ein und es kann halt einfach immer ein bisschen dauern, ja, bis es fertig ist. Genau. So, Auto ist jetzt aber tatsächlich schon ein paar Meter gefahren. Genau. Die Bilas, ich sag jetzt mal Ansaugung mit den Doppelwebervergasern ist drauf. Genau. Dann musstet ihr noch einen neuen Gashub bauen, das hat ein bisschen länger gedauert. Genau, richtig. Den gucken wir uns gleich am Auto einmal an. Das war ein bisschen komplizierter, ja. Dann war das Auto bei Tom, genau. Auspuff bauen. Das war sehr kompliziert, da musste er viel anpassen leider. Das heißt, was genau ist da jetzt verbaut? Also wir haben jetzt Fächerkrümmer von AC Schnitzer, das ist eine ganz seltene Ausführung. Die musste am Fahrzeug angepasst werden, weil bei meinem Auto die Motorhalter so ungünstig sitzen, dass der Fächerkrümmer nicht dran vorbeiging. Das heißt, der Tom hatte extrem viel Arbeit und musste den Motorhalter und den Fächerkrümmer aufs Auto anpassen. Mhm. Dann die komplette Abgasanlage bauen und ja, dann halt natürlich schon mal die ganzen Formen abnehmen für Ausgleichsbehälter und so weiter und so fort. Mhm. Genau. Okay, dann kamen die Doppelwebervergaser ja schon grundbedüst von De Bielers. Genau. Und genau da steigen wir jetzt wieder ein. Ja. So. Zündung, der Zündverteiler einstellbar. Der hat schon eine Grundmap bekommen, genau, da haben wir halt die Daten, die wir mehr oder weniger an der Hardware verändert haben, haben wir durchgegeben, auch an Bilas. Dann wurde quasi ein Paket zusammengeschnürt, dass wenn man alles zusammenbaut und am Zündschlüssel dreht, dass er dann auf jeden Fall auch schon mal angeht und im Idealfall auch schon mal ein paar Meter fahren kann, ohne dass man ihn direkt abstimmen muss. Das heißt, bisher fährt auch schon gut? Sehr gut sogar, erschreckend gut, ja. Ich war erschrocken, also mal so ein, zwei Mal einen Gang durchgezogen. Das heißt, die Jungs wissen schon so, was sie da so rausschicken? Auf jeden Fall. Ja, so. Die Jungs, gutes Stichwort, De Bielers eigentlich ja wirklich Traditionstuner, so nenne ich es jetzt mal, ne? Ja. So, also ich weiß noch zu den Zeiten, wo ich damals mit Golf 1 angefangen habe, da gab es von De Bielers schon Nockenwellen, Ansaugbrücken, Ventildeckel und all sowas, ne? Genau, ich kenne es so aus der Kadettzeit, 16 vor gerade, da hatte mein Onkel damals von denen auch die Einzeldrosselanlagen drauf, Nockenwellen und so weiter. Ja, ja. Da kannte ich das schon mit, da war ich 16, 17, auch schon ein paar Jahre her, ne? Das heißt, es kann interessant werden heute? Auf jeden Fall, technisch. Am Ende dein Auto auch auf dem Prüfstand? Ja. Und da wird alles einmal abgestimmt? Da wird einmal alles abgestimmt und dann endlich kann ich damit fahren. Das gucken wir uns jetzt an. Ja. So, da sind wir schon. Da sind wir bei den Jungs. Costa, Zisis und Dimitri von Bielers. Die haben hier tatkräftig unterstützt das Ganze. Und standen mir immer mit Rat und Tat zur Seite und haben auch viel geholfen bei Anpassungsarbeiten, den Gaszug zum Beispiel, was Zeit gekostet hat. Weil es halt so ein altes Auto ist, hatte ich im Endeffekt eine gewisse andere Hardware wie die normalen M30 in den bekannten Autos. Deswegen mussten wir ein bisschen was verändern. Ich hatte zum Beispiel einen Gaszug und das ursprüngliche System, oder anders, ich habe ein Gasgestänge und das System war für Gaszug eigentlich vorgesehen. Deswegen mussten wir das passend auf das Gasgestänge umbauen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal einmal nochmal auf De Bielers ein, weil ich glaube, so ein Line-Up, so ein Familiengespann hatten wir, glaube ich, noch nie vor der Kamera hier. Ja. Ich habe gerade schon gesagt, euch gibt es ja eigentlich schon, ich will jetzt nicht sagen Ewigkeiten, aber lange. Ja, 50 Jahre. 50 Jahre. Okay, also doch mal deutlich, deutlich länger. Also wir gerade 68. 68, wow. Okay. Schon immer hier an dem Standort? Nein, 20 Jahre in Frankfurt und der Rest hier. Wie habt ihr ursprünglich mal angefangen? Wie? Mit Vergaser. Mit Vergaser? Ja. Also so richtig 60er Jahre Vergaser-Tuning. Genau. Und dann ist das immer weiter gewachsen? Immer weiter gewachsen. Und mittlerweile macht ihr nicht nur noch Vergaser, sondern auch fertig richtig Teile für diese ganzen Autos? Ansaugkrümmer, Turbine eigene, Turbolader. Ah, also und auch in Richtung Turbolader mittlerweile. Was wir verkaufen, stellen wir alles hier selbst. Das gucken wir uns gleich auf jeden Fall mal eine Tür weiter an, würde ich sagen. Ja. Nochmal einmal kurz zu Selims Auto. Was erwartet uns heute? Was müssen wir machen? So, also wir, die Vergaser sollen ja abgestimmt werden von der Bedüsung her. Die werden zunächst synchronisiert werden. Dann schauen wir uns die Kraftstoff-Luft-Verhältnisse an, fahren ein paar Punkte an und auch eine Volllastkurve wird gefahren. Der Zündzeitpunkt wird letztendlich dann auch noch, wenn die Vergaserbestückung dann komplett ist, auch angepasst. Mhm. Ja. Also so eine richtig klassische Abstimmung. Genau. Mit allem, was man eigentlich so machen kann, weil mehr gibt es dann eigentlich auch schon gar nicht mehr. Nee. Mehr Tricks kann man gar nicht mehr ziehen. Nockenwellen waren ja jetzt auch andere. Genau. Was für Nockenwellen sind da drin? Da ist eine 288 Grad Nockenwelle drin mit verstärkten Ventilfedern. Mhm. Ist das ein Setup, was noch so, ich sag jetzt mal, straßentauglich ist oder ist das schon ein bisschen was? In Verbindung mit den sechs Vergasern ist das durchaus alltagstauglich, läuft auch schön. Mhm. Wenn wir dann sehen,
kann damit cruisen oder auch Spaß haben, geht beides. Ja, das ist ein guter Kompromiss, diese 288 Grad. Das hörte sich jetzt so an, mit den Doppelvergasern läuft das besser als mit der Originaleinspritzung. Ja. Ah, interessant. Der Grund ist, dass die zentrale Drosselklappe alle Zylinder gleichmäßig speisen muss mit Frischluft und das ist leider nicht möglich. Mhm. Ja, und auch vom Kraftstoff her, man kann mit der Einspritzung alle Einspritzdüsen gleich takten. Bei den Vergasern ist der Vorteil, man kann die Gemischregulierung für jeden Zylinder einzeln einstellen. Mhm. Ja, dadurch läuft er dann besser. Mhm. Ja, mir läuft es auch schon. Ja. Das war ja der Grund, warum wir zum Beispiel hier wieder auf elektrische Benzinpumpe umbauen mussten. Weil mit dem originalen Drucksystem ging das nicht. Da kam überhaupt gar kein Sprit an, den der Motor jetzt braucht. Deswegen sind wir auch auf elektrische Benzinpumpe gegangen und jetzt liegt halt, und er springt auch deutlich besser an. Also mit dem originalen Kraftstoffsystem orgelst du dir teilweise, wenn er eine Woche steht, 10 Minuten ein ab, bis er mal irgendwann angehen will, bis er so viel Unterdruck bekommt. Und jetzt Zündschlüssel, eine Sekunde warten, bupp, das Ding ist da. Ach so, der braucht erstmal Drehzahl, damit er... Ja, das ist über so ein Unterdrucksystem. Ja, und das dauert halt, dann orgelst du und orgelst du. Es steht wirklich 3-4 Tage und ich habe das Auto verflucht teilweise, weil du kommst in die Garage, du willst eine Runde fahren und dann geht dir die Batterie leer vom Anlassversuch. Ne? Und jedes Mal mit dem Booster und oh, jetzt ein Dreher und das Ding ist da. Ne? Ja. So, ich würde sagen, bevor wir uns da ranmachen, gucken wir einmal nebenan in die Heiling ein. So, jetzt müssen wir uns überlegen, wo fangen wir hier an? Also ich sehe auf den ersten Blick schon mal, dass ihr eigentlich alles macht. Ne? Kann man schon fast so sagen. Ne? Drehen, Fräsen, Nockenwellen, eigentlich alles. Alle mechanischen Bearbeitungen. Alles in-house. Genau. Ich würde sagen, wir gucken uns als allererstes mal in den Teil an, was bei dir in dem Auto dran ist. Das heißt die Ansaugbrücke, nennt man das so? Ansaugbrücke, ja, Unterteil? Ja, genau, Ansaug, grüne Ansaugbrücke, ja. Verschiedene. Das gucken wir uns mal an. Ja. Ich glaube, da können wir am besten einsteigen. Es ist lauter. Vergleichbar ist vom Vierzylinder, von dem Vierzylinder, der damals gleichzeitig mit dem Sechszylinder gebaut wurde. Das ist der M10-Motor. Das ist dann so eine Ansaugbrücke. Die eine Seite passt dann an den Zylinderkopf. Die andere Seite ist für Doppelvergaser konzipiert. Oder für Drosselklappenteile, falls jemand dann doch den Schritt wagen will und von dem herkömmlichen, von den Vergasern auf eine Einspritzung gehen möchte. Das kann man hier später dann auch noch machen mit derselben Ansaugbrücke. Das heißt, dieses Teil ist fahrzeugspezifisch? Genau. Jedes Auto bzw. jeder Motor ein eigenes? Ja. Wie viele verschiedene habt ihr denn mittlerweile von? Um die 60. 60 verschiedene? Das ist schon mal ein bisschen was, ne? Ja. Über die Jahre. Mhm. Und gießen auch aus intern oder das lasst ihr machen? Das lassen wir machen. Wir machen die Form dazu, die wird hier gefräst. Der Prototyp auch. Und das Gießen an sich, da haben wir zwei Gießereien, mit denen wir sehr lange zusammenarbeiten, die auch eine sehr gute Qualität liefern, ohne Lunke. Weil das Gießen ist ja mittlerweile, sieht man ja gar nicht mehr so häufig. Die meisten gehen ja alle dazu, einfach aus dem Vollfräsen alles und fertig so. Ne? Deswegen ist das mittlerweile selten, dass man nochmal ein gegossenes Teil halt findet. Aber stimmt schon, das sieht schon sehr, sehr fein gegossen aus. Wobei bei den MC-Motor sogar relativ einfach ist, der steckt ja in vielen Autos dann noch drin. Ne? Ja. 02 BMW, genau. Die E21. Ja. Genau. Da hatte man auf jeden Fall mehrere Anwendungsbereiche. Okay, also Gießteile kommen zu euch und werden dann hier einmal komplett bearbeitet. Hier haben wir nochmal ein ganz anderes Teil. Das hat nichts mehr mit Vergasern zu tun. Das ist der Nachfolger der Vergaser sozusagen. Das ist ein Einzeldrosselklappenteil. Wir haben das jetzt, das sind ja unsere eigenen Teile, wir haben das extra so gemacht, dass die eine Seite das Bild, das Lochbild von dem Doppelvergaser hat, dass man, wie schon erwähnt, ein älteres Fahrzeug auf Einspritzung umbauen kann. Das heißt, grob für den Laien, dieses ist gedacht für einen Doppelvergaser, das zeigen wir euch nachher im Detail alles. Das heißt, man hat pro Zylinder einen Kanal, wo verschiedene Düsen sind, die den Sprit da rein zerstäuben, nennt man das, genau, zerstäuben. Ne? Und hier ist der Vorteil, hier kommt wie beim neuen Motor ein Einspritzventil rein, bei einem mittelneuen Motor, so würde ich jetzt mal formulieren, und kann somit so ein Auto noch mal genauer und besser abstimmen. Ja. So, das heißt, da sind wir noch einen Schritt weiter, wie das wir bei der BMW machen. Genau. Da haben wir uns aber auch schon ein cooles Projekt zugelegt. Ja. Selim hat ja noch ein paar mehr Autos. Ja. Mit sogar meinem neuen Lieblingsmotor da drin, wenn ich das jetzt vorsichtig sagen darf. Nee, kommt auf den VR6 sowas. Genau. Da müsst ihr euch noch mal ein bisschen gedulden und dann nehmen wir diese Thematik mit Einzeldrossel auch noch mal so komplett unter die Lupe. Ja, würde ich gerne machen.
Weil da gibt es auch wieder verschiedenste Versionen, habe ich schon gesehen. Die gucken wir uns da vorne aber gleich nochmal an. Okay, so, das heißt gesamte Nachbearbeitung, alles hier in-house. Genau. So, dann sehe ich da auf jeden Fall noch ein höchstgradig interessantes Teil. Ja, das ist ein Abgaskrümmer mit integriertem Turbinengehäuse. Ja, im Prinzip ist das genauso vom Fahrzeughersteller, in dem Fall VW Audi Gruppe. 2.0T für Sie. Genau. Ist wie auch im X-Bow drin ist. Zum Beispiel. Man könnte upgraden. Ja. Und wir haben jetzt Folgendes gemacht. Wir haben einmal die Kanäle größer gestaltet als beim Serienteil. Und zum anderen haben wir den Vorteil, es kann die Downpipe bleiben. Mhm. Das Lochbild ist gleich. Und die Seite ist so individuell, wie der Kunde das haben möchte. Das heißt, man kann da Borg-Warner Turbolader reinmachen oder EFR neuere Generation von Borg-Warner, Garrett-Lader oder auch etwas ganz anderes. Ja, wir haben diese Seite frei verfügbar zur Bearbeitung. Das heißt, wir haben den Vorteil, es passt erstmal theoretisch Plug and Play, genau. Sieht seriennah aus. Man kann halt nur mit dem Rest des Turboladers noch ein bisschen spielen. Ja. Und bei ganz vielen Modellen ist es halt einfach so, dass die Querschnitte hier drin, gerade in diesem Halsbereich, irgendwann ab einer gewissen Leistung zu klein wird. Mhm. Ich glaube, bei dem Modell waren das so 450, 480 PS. Mehr geht, glaube ich, durch den Originalkrümmer nicht durch. Ja. Und dieser wird wahrscheinlich gerade in dem Bereich deutlich mehr Volumen auch haben. Ne? Ich sag mal so, dieser Bereich hier wird wahrscheinlich deutlich... Ja, das ist die Evolution Stufe Nummer 2. Der sieht kleiner aus, das hätte ich auch gerade schon gedacht. Ja. Ja? Ja. Wir haben jetzt spaßeshalber auch mal einen Serienteil da. Mhm. Ja, da sieht man es eigentlich am deutlichsten. Mhm. Oder wir drehen es nochmal auf die andere Seite. Ich glaube, wir müssen noch einmal so. Ja. Ja. Das ist halt das Turbinengehäuse an sich, die Volute da drin, ja. Und die begrenzt das ab. Die wird schon deutlich breiter alles. Auch der Querschnitt hier, wenn man das mit dem hier vergleicht, ist ja schon deutlich. Genau. Und jetzt sind wir halt nochmal größer. Nochmal fetter, ne? Ja. Bietet ihr solche fertigen Kits an oder kann der Kunde sagen, wirklich, ich hätte gern so einen Krümmer mit dem und dem Lader, ja, und dort, das passt nicht? Sowohl als auch. Also ich glaube, wir müssen auf jeden Fall leider das X-Pro-Projekt nochmal... Weil da ist gerade das Problem, also die Jungs von TTE haben mir da so ein TTE 480 gebaut, das ist Originalkrümmer, schon mit größerer Turbine, originaler Mittelgruppe, größerem Verdichter. Mhm. Aber gerade auf der Rennstrecke, wo wir eigentlich den Motor ja schon maximal entlasten wollen, weil das Ding ja nur Vollgas fährt, wäre es glaube ich schon cool, da nochmal ein bisschen Volumen aus dem Krümmer zu holen, um einfach die Abgastemperatur ein bisschen runterzukriegen. Ja. Selbst wenn ich die 600 PS, die so ein Krümmer wahrscheinlich kann, gar nicht nutzen will, wird das auf jeden Fall entspannter laufen. Versorgungsprojekt. Ein bisschen Reserve kann ja auch nicht schaden nach oben. Ja. Was für ein Guss ist das? Das ist Edelstahl. Edelstahl sogar. Ja. Mhm. Genau. Das heißt, das ist theoretisch sogar besser als der Originalguss. Das ist besser, ja. Also temperaturbeständig ist das Material bis 1100 Grad. Mhm. Ja, sollte man natürlich nicht machen, weil die Kolben nicht mitmachen. Aber man hat keine Probleme mehr mit Rissen und sowas, bei dem Serienteil leider passiert nach einer gewissen Belastung. Sind diese, ich sag jetzt mal, Evo 2 Krümmer für den TFSI schon im Einsatz? Fahren da schon welche von uns? Ich habe erstaunlich wenig gehört bisher. Nein, das ist gerade ganz neu. Ah, okay. Also testest du es. Ja, weil das eigentlich so, und ich sag jetzt mal vorsichtig gesagt, so ein Wald- und Wiesenmotor ist. Ne? Da fahren ja so viele Golf 5, Golf 6 GTs mit durch den Weg. Ne? So, und wenn du auf einmal mit so einem Plug-and-Play-Lader 500-600 PS fahren kannst, ne? Ist das natürlich schon entspannt. Wie ist das mit Wastegate? Habt ihr da auch irgendwas optimiert oder ist das einfach alles wie original? Nee, Wastegate ist größer und die Anströmung ist besser. Mhm, das heißt die Anströmung hier drin, genau. Wie es da rauskommt. Ja. Typischer Schaden bei dem Motor ist, dass es hier durchreißt in Richtung Turbine. Ja. Deswegen haben wir auch die Wandung hier etwas großzügiger gelassen, trotz des besseren Materials, was das ohnehin mitmachen würde. Jeder, der sowas schon mal ein- und ausgebaut hat, der hätte sich jetzt gewünscht, dass ihr nicht so ein Vierloch-Flansch drauf macht, sondern eher irgendwas mit einer V-Bahn-Stelle oder so. So, aber ich kann es auch vollkommen verstehen, weil so passt das halt Plug and Play einfach. Ne? Genau, es gibt ja so viele, die da irgendwie eine EWG-Downpipe, irgendwie HJS, wie auch immer haben. Ne? Und die haben es halt einfach so. Ne? Aber es ist jedes Mal Fingergebreche, um an diese Schrauben ranzukommen. Ja. Ja, so, okay. Und die Teile werden nicht lieber weiter. Mhm. Das heißt, Rohteil kommt an. Ah, das sind mehrere Führungen. Wird aufgespannt. Und dann einmal komplett durchgearbeitet. Richtig. Die werden ja nicht komplett von innen gefräst, sondern wahrscheinlich nur nochmal die Eingänge. Genau, die Dichtfläche, die Eingänge, Übergänge werden angepasst. Mhm.
weiß auf jeden Fall, irgendeiner wird auf die Idee kommen, dass man so einen Krümmer bestimmt auch für einen TTS brauchen kann. Weil das ist nämlich das nächste Auto, wo 5 Zylinder, so viele die Dinger tunen, mittlerweile 800-900 PS auf diesem Serienmotor. Ne? Ja. Und das ist nämlich deren Traum, wäre es auch, einen Krümmer hinzukriegen und die Halt. Könnte man so etwas bei euch anfragen? Ja, also eine Sonderanfertigung oder eine Massenanfertigung auf Wunsch? Kleinserie geht auch. Das geht. Ja. Kleinserien fängt wo an? Wie viel Stück? Also was ist da so eine Größe, die Sinn macht, ohne dass jetzt später so ein Krümmer 10.000 Euro kostet? Du weißt bestimmt, dass das größte Problem immer die Form ist. Die ist am teuersten. Ja, man muss das dann auf die Stückzahl rechnen können. Das heißt, bei so einem Projekt müssten dann 50 Stück schon gegossen werden. Aber das ist eine realistische Summe. Ja, das ist definitiv eine realistische. Was für eine Art von Form ist das? Ist das eine Sandgussform oder? Das ist eine spezielle Sandgussform für dieses Material. Ja. Die kann aber auch 50 Mal benutzt werden, mindestens? Die kann öfter. Kann öfter? Okay. Ja, genau. Ich habe jetzt schon öfter was gehört, dass die Leute einmalig einen Sandkern drucken. Ja, das geht zum Gießen, aber es müsste halt jedes Mal neu drucken, genau, für ein einziges Muster. Ja, okay. Hast dafür keine Baukosten. Ja. Aber ich sag mal so, wenn man, ich sag mal, innerhalb eines Forums, einer Gruppe oder wie auch immer, 50, 100 Leute zusammenbekommt. Ja, ja, klar. Also das ganze Jahr sind 50 TFSI-Fahrer, die finden wir wahrscheinlich. Ja. Die kennen wir ja schon bald. So, okay, aber ganz ursprünglich, ihr habt ja auch viel mit Nockenwellen gemacht, Ventiltrieb und so weiter. Richtig, ne? Ja. Gehen wir ein Stück weiter. Da. So, wir machen nockenwellentechnisch von Moped bis zum LKW, können wir von den Maschinen her. Ja? Aber alles nur im Hochleistungsbereich, Leistungssteigerung, Rennsport. Ja, das jetzt ist zum Beispiel von einem Motorrad, einer Ducati, eine ganz spezielle Lösung. Da hat der Fahrzeughersteller den Ventiltrieb so gebaut, dass man auf die Ventilfeder verzichtet hat. Dadurch braucht man aber irgendeine andere Lösung, um die Ventile wieder zu schließen. Mhm. Ja, und man sieht hier, in der Mitte sind die Öffner der Ventile und außerhalb sind die Schließmocken. Ja, das ist ein spezieller Hebel, der beides abtastet und zieht sozusagen. Er wird aufgedrückt, das Ventil wird aufgedrückt und wird dann von dem Nocken zurückgezogen und geschlossen. Ja, Vorteil ist, man kann diesen Motor eigentlich nicht überdrehen, weil nichts nachgibt. Verstehe, das heißt, also es kann nichts reißen, gibt keinen Zahnriemen, keine Kette und nichts, weil das alles immer von der Position her definiert ist. Fest ist. Hm. Ja, also gebrochene Ventilfeder gibt es nicht oder eine zu lahme Ventilfeder gibt es nicht. Ja. Kein Ventilflattern und so. Gar nichts, ja. Okay, cool. Und solche Teile werden dann auch komplett hausintern bei euch gewendet? Ja, genau. Das ist jetzt ein Muster für was Neues. Das haben wir schon gefertigt. Das wird dann aus dem Vollen gefräst. Mhm. Das können wir hier vielleicht zeigen. Das ist ein anderer Motor. Aber hier sieht man, dass das Rohteil, das ist aus dem Vollstahl, gesägt wird. Und danach wird es gedreht, gebohrt, gefräst und letztendlich dann fertig geschliffen. Hat man denn hier jetzt bei denen ein Gestänge dran oder wie funktioniert das? Nee, das ist ein Hebel. Ein Hebel dran. Das ist einfach und die können auch nicht verschleißen. Wie bei deinem BMW ist hier auch ein Hebel, bei deinem ist nur ein Öffnungshebel. Ja. Da kann man auch das Ventilspiel einstellen. Hier ist es dasselbe, nur dass in dem Fall der Hebel doppelt ist. Er hat zwei Laufflächen. Ja? Einmal, ja, zum Beispiel bei dem Motor gerne immer aus, mehr oder weniger, verschleißen, die Kippe. Genau. Tun sie hier auch. Ja? Okay. Klar. Aber wie gesagt, der Sinn der Sache damals von Ducati war einfach, die Feder wegzulassen. Genau, bei dir ist es ja so, du drückst den Hebel auf und die Feder drückt das Ventil wieder zu. Da ist Feder komplett weg, sondern du drückst das Ventil auch wieder zu. Dann hast du bei den Motoren immer bei 150.000 in den Dreh, dann kannst du die eigentlich immer neu machen. So. Wobei ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt hier vielleicht vom Verschleiß her geringer ist, weil du ja logischerweise nicht mehr diese Feder gehabt hast. Genau. Weißt du, die verschleißen ja bei dir, weil du die ganze Zeit gegen diese Feder drückst. So, und hier hast du ja keine Feder mehr, weil du es ja geführt auf und zu machst. Ne? So, jetzt einen letzten Punkt müssen wir uns angucken, weil ich glaube, dafür ist dir Wilas bekannt und das ist Thematik Nockenwellen, Schleifen etc. Ja, müssen wir darüber. So, jetzt steigen wir noch einmal Thematik Nockenwellen ein. Gibt es verschiedene Varianten. Entweder aus dem vollen Rohling wirklich komplett selber herstellen. Genau. Den Rohling dafür, den lasst ihr dann auch gießen? Oder wie ist das? Nee, das ist ein spezielles Material, das dafür geeignet ist. Das kaufen wir in Stangen und schneiden uns das immer passend von der Länge zu den Nockenwellen. Ah, okay, das heißt, wenn ich mir jetzt so eine
Nockenwelle vorstelle, dann ist der Rohling auch ein durchgehendes Teil. Ich dachte, das wäre jetzt schon so ein halbes Gießteil. Das ist ein gegossener. Ja. Mhm. Das vorhin das gedrehte ist rund. Mhm. Es geht beide Möglichkeiten. Es geht entweder gegossenen Rohling nachbearbeiten oder wirklich aus dem Vollen komplett. Richtig, ja. Wenn wir keinen gegossenen Rohling haben, weil die Stückzahl zu gering ist, wie bei der Ducati, dann müssen wir das aus Vollstahl fertigen. Mhm. Ja, und bei so einem Motor, das ist jetzt wieder VAG, der Pumpe-Düse-Motor ist recht bekannt im Dieselbereich. Und da macht das Sinn, da haben wir eigene Gussform und lassen uns die vorgießen. Das sieht man auch. Wir haben jetzt hier die Lagerflächen schon fertig bearbeitet, geschliffen, und die Ventilnocken und der Pumpennocken sind noch roh. Mhm. Ja, dadurch haben wir den Vorteil, wir können kundenspezifisch das machen. Ja, wenn jemand das für ein Straßentuning haben möchte oder für Viertelmeile oder so, kriegt er das bei uns. Das heißt, die Maße, die am Ende original bleiben müssen, sind schon vorbearbeitet. Richtig, ja. Und das, was angepasst werden kann, wird noch gemacht. Genau. Hat eine Vollstahlwelle einen Vorteil gegenüber einer gegossenen? Nein. Oder ist das rein Aberglaube? Sie hat einen Nachteil, wenn sie nicht richtig gehärtet ist. Mhm. Ja? Deswegen, einmal muss das Material das Richtige sein, wenn man das aus Vollstahl machen möchte. Und zum anderen muss dann der Härteprozess richtig gewählt werden zur Belastung. Mhm. Ich weiß noch, früher habe ich öfter mal gesehen, gab es Wellen, die waren komplett hohl gebohrt. Gibt es sowas noch? Das gibt es ja. Gibt es auch, okay. Ja, da gibt es auch zwei Hintergründe. Ja, einmal ist es Gewichtsersparnis, das ist aber sehr selten der Fall. Hauptsächlich ist es Schmierung. Schmierung? Ja. Ja, das sieht man dort. Das heißt, da geht richtig Ölkanal dann durch und wieder raus. Ja, das ist jetzt zum Beispiel so eine Welle, die ist... Okay, da kommt es dann durch das erste Lager, wird durch den Zylinderkopf das Öl in die Nockenwelle gedrückt und dann werden die restlichen Lagerstellen geschmiert. Mhm. Das heißt, die Lagerstellen sind dann auch wirklich nur dadurch geschmiert und werden nicht zusätzlich durch den Kopf nochmal geschmiert. Okay. Ja, bei anderen Motoren gibt es auch noch, dass dann zusätzlich die Nocken auch gebohrt sind, um diese auch zu schmieren. Ein letzter Punkt, den reißen wir nur mal ganz kurz an, weil das eigentlich schon wieder eine Thematik für ein ganzes Video ist. Thema Auslegung von so einer Nockenwelle. Wie geht ihr da vor? Sind das meistens Erfahrungswerte oder gibt es für sowas, ich sage jetzt mal übertrieben gesagt, einen Prüfstand, eine Simulation? Mhm. Sowohl als auch. Ja, es ist zum größten Teil aber Erfahrung, die man kombiniert mit der Simulation. Mhm. Ja, und auch die Randbedingungen sind wichtig. Jeder Motor ist anders. Ja, die sehen zwar oft ähnlich aus, auch vom Prinzip, aber das sind so Feinheiten, Schwingungen, und die man beachten muss. Sowohl Schwingungen im Ventiltrieb als auch im Ansaugtrakt. Mhm. Ja, das müssen wir uns auf jeden Fall mal dann im Einzelfall mit irgendeinem Anwendungsbeispiel gucken, was man da so machen kann. Nochmal im Detail angucken. So, auf der Maschine wird nur umgeschliffen oder auch aus dem Rohling richtig geschliffen? Beides. Beides, okay. Ich kann beides. Es wird abgetastet und es wird die Kontur dann übertragen auf die Nockenwelle. Mhm. Ja, die Abtastung passiert hier hinten, da ist ein großer Nocken. Der wird sozusagen kopiert. Ah, jetzt verstehe ich das. Ich habe mich schon immer gefragt, wie das Ganze nämlich funktioniert. So, weil ja der Nocken eiert ja und trotzdem wird es ja, ich sag jetzt mal, kreisrund abgetragen. Das heißt, das ist eigentlich das Nockenprofil. Das ist das Nockenprofil. Ja, das ist jetzt noch eine konventionelle Maschine. Die neuere Maschine, die macht das gesteuert. Da ist es ein Programm, eine Software. Mhm. Und hier ist es wirklich so, dass es abgetastet wird. Mhm. Okay, das ist cool. Könntest du das mal einmal so ein bisschen durchdrehen, dass man das irgendwie so ein bisschen... Ja, also die Maschine würde jetzt einfach so drehen, wie eine Drehbank. Ja. Hätte sie nicht diese Funktion. Genau. Und hier sieht man jetzt halt, wie sich an gewissen Stellen, das ist jetzt genau da, immer wieder weggeht. Sie macht genau das, was sein muss, damit der Nocken, dann an der richtigen Stelle ist. Das heißt, das muss man dann immer für jeden einzelnen Nocken passend einmessen. Genau. Dass die auch nicht zueinander falsch stehen. Genau, dass die Kröpfung immer passt, die 90-Grad-Teilung bei einem Vierzylinder. So, und das finde ich auf jeden Fall so höchstgradig interessant, dass wir es dabei jetzt sein lassen, weil das ist eine Thematik, da kriegen wir locker ein ganzes Video von voll, wie man einfach mal so eine Nockenwelle schleift. Ja. Deswegen finden wir bestimmt... Das habe ich mich auch schon immer gefragt, wie das hier alles so auf den Millimeter passend ist. So, aber zum Anteasern reicht das auf jeden Fall. Wir haben was gelernt und ich würde sagen, gehen wir jetzt mal zu deinem Auto. Ja.